Ein neuer deutscher Monumentalfilm des Meisterregisseurs Fritz Lang führt Sie in das Land der tausend Wunder und Mysterien. Indien mit seinem farbenprächtigen Reichtum und seinen märchenhaften Kunstschätzen. Mit seinen landschaftlichen Schönheiten und seinen tausend Gefahren. Der Tiger von Eshnapur, eine CCC-Produktion im Gloria Filmverleih. Irene, entschuldige, er ist schließlich dein Bruder. Hast du dergleichen Neigung bei ihm früher festgestellt? Wir hatten so wenig Tiger zu Hause, Walter. Paul Hubschmidt spielt einen deutschen Architekten, der in einen Strudel der Ereignisse gerät, in deren Mittelpunkt die schöne Debra Paget steht. Jemand hat einen Stein über die Mauer geworfen. Ein Stein? Ein Fisch oder die Hand eines Gottes? Der Maharaja und seine Stammesfürsten sind fasziniert von der bezaubernden Tempeltänzerin und werden zu erbitterten Rivalen. Es gibt in Eshnapur für dich keine Gitter. Und dies ist auch keine Kette. Es ist nur das Geschenk eines Mannes, der auf die Zuneigung einer Frau hofft. Ich möchte wissen, als was du hier bist. Als Gast? Als Geliebter des Maharaja? Unergründlich wie das Antlitz seiner Götter ist Indien. Erhaben in seiner Größe und Pracht, gefährlich in seiner Wildheit. Der Tiger von Eshnapur erschließt ihnen eine geheimnisvolle Welt. Sahib! Für Sie als Europäer bedeutet das Betreten des Tempelbezirks den Tod. In einer erregenden Handlung erleben Sie großartige schauspielerische Leistungen. Klaus Holm und Sabine Bethmann. Walter Reier als Maharaja. In Kishinov René Deltgen, Jochen Brockmann und viele andere. Sie sehen Tanzkunst in höchster Vollendung, Gewaltmassenszenen und eine spannungsgeladene Atmosphäre. Wo ist die Erklärung dafür, dass eine Frau, die in der Anbetung des Mannes einherschritt wie in einem Mantel aus Goldbrokat, dass diese Frau hingeht und gibt seinem Hund? Einem Mann, der den Freund verrät! Ein einmaliges Erlebnis wartet auf Sie. Der Tiger von Eshnapur. Ein Film, der alle Wünsche erfüllt.